Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren, C-Sharp programmieren wir. Wir sind beim Springen und zwar bei Goto, heute in der Theorie. Ja, in der Anwendung haben wir es ja gesehen, da habe ich schon erwähnt. Habe ich schon erwähnt, dass ich ein großer Fan von Goto bin? Wenn nicht, dann erwähne ich das jetzt hier. Ich bin kein großer Fan von Goto. Ja, wie funktioniert Goto? Nun, man programmiert auf alle Fälle, man braucht auf alle Fälle ein Label, ja, sogenanntes eine Sprungmarke. Ja, heißt Label. Ja, Sprungmarke oder auch auf Deutsch Sprungmarke. Sprungmarke, es ist eine sind Buchstaben mit Doppelpunkt am Schluss. Ja, Buchstaben mit Doppelpunkt am Schluss, das ist ein Label. Zu einem Label kann ich hinspringen, und zwar mit dem GoTo-Statement. Ja, da gibt es irgendwo GoTo-Label. Und das GoTo unterbricht das Programm. Und setzt es mit dem ersten Befehl nach dem Label fort. Also, wenn ich da jetzt zum Beispiel stehen hätte, hier Console. WriteLine, mich wird nie wieder lesen, Console, mich schon. In diesem Fall wäre die Ausgabe mich schon. Warum? Mich wird keiner lesen, wird einfach übersprungen. Ja? Da mich wird keiner lesen von GoTo übersprungen. Ja, das haben wir, spring da her. Also spring da drüber, fertig. Ja, so funktioniert ein GoTo-Statement. Wie schon erwähnt, ein GoTo-Statement macht die Programmabarbeitung unübersichtlich. Man weiß nicht mehr hundertprozentig, von welchen Seiten, von überall hin können Leute. Es muss nicht nur ein GoTo zu einem Label geben, es kann viele GoTos zu einem Label geben. Ja. Wir können von 1000 Stellen zu diesem Label hier springen. Wie gesagt, das macht es nicht einfacher bei der Nachvollziehbarkeit des Programms, was da jetzt genau passiert. Deswegen sollte das meiner Meinung nach vermieden werden. Erwähnt habe ich es, damit wird das GoTo-Statement in meinem Unterricht begraben. Ja. Nicht begraben werden die nächsten Sachen, die wir machen, das sind nämlich Arrays, Felder. Was Felder sind, eine Ansammlung an Variablen, gleichartigen Variablen, das schauen wir uns das nächste Mal genauer an. Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.